Danke, Herr Präsident. Habe ich morgen noch eine Lebensgrundlage? Kann ich meine Miete noch bezahlen? Oder welche Zukunft kann ich meinen Kindern bieten? Das sind leider alltägliche Fragen in einem Land geworden, das sich noch vor wenigen Monaten zu einem jener wirtschaftlich starken Regionen Europas zählen durfte, die es nach den Entbehrungen des 20. Jahrhunderts geschafft haben, der Bevölkerung einen bestimmten Wohlstand, Arbeit und Perspektiven zu bieten. Ein Virus machte vieles davon zunichte. Ganze Wirtschaftszweige wie der Tourismus, der Detailhandel oder das produzierende Gewerbe mussten von heute auf morgen die Tore dicht machen. Je länger dieser Zustand andauerte, umso mehr Arbeitsplätze gingen verloren, kamen Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten und wussten unsere Familien nicht mehr, wie sie über die Runden kommen würden. Geschlossene Schulen, keine Kleinkindbetreuung und finanzielle Engpässe forderten die Familien aufs Härteste heraus. Das strenge Diktat aus Rom, welches in der Anfangsphase zur Eindämmung des Virus auch noch nachvollziehbar war, wurde zu einem Zustand ohne Perspektive, der die Lebensgrundlage unserer Heimat in Frage stellte. Jahrzehntelange Aufbauarbeiten von Unternehmen, Investitionen in den Fremdenverkehr, die Hoffnungen junger Handwerker oder die Mühen der Arbeiter waren mit einem Male auf Messerschneide und Rom hielt die Zügel nach wie vor straff in der Hand. Die ersten Wochen der Ausgangssperre waren in Südtirol geprägt durch gebetsmühlenartige Pressekonferenzen, Geschichten, die von einigen, auch von Medien, zu Skandalen aufgebauscht wurden, die durch auch teilweise falsches Kommunizieren zumindest den Eindruck erweckt haben, dass man versuchen möchte, ungute Dinge unter den Tisch zu kehren, täglich neue Unzulänglichkeiten, mit denen unser Land konfrontiert wurde. Es hatte ab und zu auch den Anschein, dass unsere politische Führung, die durch diese Krise geleitet hat, die Verantwortung an Rom abgegeben hat. Das Drama nahm seinen Lauf. Es gab jede Menge Videos mit Durchhalteparolen, Ankündigungen und Verheißungen, während die Bevölkerung mit der Existenzfrage konfrontiert wurde. Während sich die Lage in vielen Ländern beruhigte und die Regierungen versuchten, sich dem Normalzustand wieder anzunähern, kamen aus Rom immer die gleichen Töne und Vertröstungen. Erst als klar wurde, dass die Regierung konnte mit allen Mitteln versucht, Eurobonds zu erzwingen und somit den Staat Italien samt Südtirol zu einem zweiten Griechenland zu machen, dämmerte es der Landesregierung, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Als der Druck der Straße, der Wirtschaft, aber auch der Opposition nicht mehr überhörbar waren, tat die Landesregierung in dieser ganzen Tragödie das einzig Richtige. Südtirol nimmt sein Schicksal selbst in die Hand und schlägt seinen eigenen Weg ein. Es geht um nichts weniger als die Lebensgrundlage unserer Heimat. Es ist höchste Zeit zu handeln. Als Südtiroler Landtag haben wir alle gemeinsam die Pflicht, die uns von den Bürgern im Land aufgetragen wurde, die Zügel in die Hand zu nehmen und unser Land wieder eine Perspektive zu geben, um unseren Familien wieder Sicherheit zu bieten, um nicht Existenzen aufs Spiel zu setzen und unseren Kindern eine Zukunft zu bieten, die nicht mit erdrückenden Schulden gepflastert ist. Südtirol muss in dieser schwierigen Zeit zusammenstehen, den großen Schulterschluss suchen, die Kräfte und auch den Mut bündeln. Gehen wir diesen Weg, lassen wir uns von Rom nicht von unserem Vorhaben abbringen und geben diesem Land, seinen Familien und seinen Unternehmen die Hoffnung zurück. Wir werden ab morgen ein Landesgesetz behandeln und auch hoffentlich verabschieden. Das mag nicht perfekt sein und es hat sicher auch Schwächen, die es zu beheben gilt, aber die Stoßrichtung stimmt. Über eine halbe Million Menschen in diesem Land setzen die Hoffnung darauf, dass sich bald eine Normalität einstellen möge. Eines ist klar, diese Krise war eine Zäsur. Die kommenden Jahre werden im Zeichen der Bewältigung derselben stehen und dem Abbau der Folgen. Die Schwächen, die deutlich zutage getreten sind, die im System unseres Landes liegen, sind schonungslos anzugehen und zu beheben, auch wenn es ein großer Kraftakt sein mag. In vielen Bereichen hinkt Südtirol den mitteleuropäischen Standards hinterher und muss hier aufschließen, um eine weitestgehende Eigenständigkeit unseres Landes anzustreben.